monsieur, dames, c'est un sacre de la chorale profane. C'est un sacre de la chorale profane. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch. Und ich lese aus einem Buch vor, das in einer Druckerei gedruckt worden ist und die Adresse ist Altfranzösisch. Ich gucke mal gerade nach. Das ist Premier Rue du Docteur Sauvé in Mayenne. An der Straße steht unter der Adresse der Druckerei auch, wie man das ausspricht. Und das spricht man noch altfranzösisch aus. So, die Adresse steht hier hinten drin. Das ist das Buch La France de la Révolution et de l'Empire. Und ich habe einen Absatz gefunden, der relativ schwierig ist. Und in diesem Absatz geht es um die sogenannte L'autre Division, la Généralité ou Intendance. Es gab zu Zeiten des Sonnenkönigs, des Absolutismus, 36 Generalitäten, die von Intendanten verwaltet worden sind. Und der letzte Satz lautet: Les intendants und des agents dans ces divisions, les subdélégués nommés par eux. Und ich habe auch wieder was nachgeschlagen. Un intendant, une intendante, fonctionnaire chargé de la direction ou de la surveillance administrative ou financière d'un service public d'un grand établissement. L'intendant d'un lycée est chargé de la gestion financière. Also, man wird von der Leitung, von der Direktion, von der schizophrenen Leitung berufen, um die Administration, die Verwaltung zu beaufsichtigen. Surveillance heißt Beaufsichtigung. Findet in einem großen Unternehmen statt, ein Grand Etablissement oder einer großen Einrichtung oder im öffentlichen Dienst, im Service Public statt. Und der Intendant eines Gymnasiums kümmert sich um die finanziellen Angelegenheiten dieses Gymnasiums. Oder die zweite Bedeutung ist Personne chargée d'administrer une propriété importante pour le compte de propriétaire, l'intendant d'un château, der Verwalter. Hier wird der Schlossverwalter genannt. Und jetzt. Also das ist die Bedeutung von Intendant. Und diese Intendanten, die diese Generalitäten verwalten im Auftrag des Königs, benennen Agenten. Und ich habe im Larousse Dictionnaire Français, das ist das einsprachige Wörterbuch vom Staatsverlag, nachgeguckt, was Agent heißt. Und die erste Bedeutung en agent est celui qui est chargé d'une mission par une société, un gouvernement en particulier. Traiter ses adversaires politiques d'agent de l'ennemi, der Agent des Feindes. Seinem Gegenüber bearbeiten soll. Sans remettre pour la suite à des agents d'exécution. Man wendet sich an die ausführenden Agenten. Méfiez-vous des agents provocateurs qui vous entraîneraient à des actes inconsidérés. Haben Sie eine Wut oder machen Sie sich lustig, irgendwie was dazwischen über die Agenten, die provozieren und die Sie entraînerer à des actes inconsidérés mit nicht angemessener Art und Weise bearbeitet haben. L'agent de liaison assure les transmissions ou les communications entre plusieurs personnes. Dann gibt es Agenten, die die Kommunikation in einer Beziehung oder den Austausch in einer Beziehung sicherstellen, Geschäftsagenten, dazu gehören zum Beispiel Agents d'assurance, les représentants locaux d'une compagnie assurance, der Versicherungsagent,
Dann gibt es les agents d'administration, das ist das, was im Text gemeint wird. Da gibt es das deutsche Wort Funktionäre mittlerweile en agent de maîtrise, membre de l'encadrement d'une équipe d'ouvriers, das wäre der Personalverantwortliche. Und dann gibt es eine zweite Bedeutung von Agent, celui qui est chargé des intérêts d'un écrivain, d'un sportif, etc. Un agent littéraire défend les intérêts d'un auteur auprès des éditeurs. Un agent littéraire défend les intérêts d'un auteur auprès des éditeurs, der Agent, der die Interessen seines Vertragspartners vertritt, zum Beispiel gegenüber einem Verlag, wenn er Autor ist. L'agent d'un joueur professionnel, der Sportagent, der zum Beispiel einen Fußballspieler vertritt. Agent de police, fonctionnaire de police d'une grande ville, la ville, gardien de la paix, der Polizeichef. Dann gibt es eine vierte Bedeutung, tu phénomène physique qui a une action déterminée, les agents atmosphériques, die physikalische Wirkung oder die physikalische Wechselwirkung, manchmal heißt auch agent. Und dann gibt es noch eine grammatikalische Bedeutung, die nicht interessiert. Die habe ich auch nicht ganz verstanden. Da wendet man sich am besten an einen französischen Sprachwissenschaftler. So, und jetzt geht es darum, diesen Satz zu übersetzen. Les agents, les intendants ont des agents dans ces divisions, les subdélégués nommés par eux. Im Wesentlichen ernennen diese Intendanten weitere Funktionäre, Unterfunktionäre, die sich um die konkreten Geschäfte bemühen und sich mit den konkreten Geschäften auskennen. Und damit ist der Absatz zu Ende. Das Buch werde ich sicherlich weiter vorlesen. Ich mache aber davor mit was anderem weiter. Das finde ich jetzt persönlich gerade interessant, weil das Buch neu ist und ich habe es ausgepackt. Deshalb schließe ich jetzt erstmal das Buch. Ich lege es hier in mein Heft rein. Ich war wieder fleißig und habe das alles rausgeschrieben. Ich zeige immer gern, dass ich fleißig bin. Ja, und das war's jetzt erstmal mit dem Buch. Tschüss.